Hi Freunde, willkommen zu einem kleinen Infovideo. Ja, es ist mal wieder Zeit für so ein Video. Und zwar gilt es für die nächsten 3 Wochen, weil ich jetzt umziehe. Das ist jetzt safe alles. Es war jetzt heute zum offenen Zeitpunkt, es ist Samstag. Vielleicht schaffe ich das heute noch schnell rauszuboxen, das Video. Genau, also es kann sein, dass die nächsten ich sag mal 2 bis 4 Wochen etwas weniger Videos kommen. Kann sein, muss nicht sein. Weil ich halt noch was in der Wohnung machen muss und das kaufen, da kaufen und dann hier und das. Genau, deswegen kann es sein, dass eben ein, zwei, drei Videos die Woche ausfallen könnten. Was nicht ausfällt, wartet mal, das Teil kann ich euch sagen. Was nicht ausfällt, sind Mod-Vorstellungen. Die kommen halt wie immer wegen verspätet, aber das kennt ihr ja schon, aber die fallen nicht aus. Falls das Content-Update kommt, das zweite, das fällt auch nicht aus, wenn das kommt. Und was auch nicht ausfällt, ist 1, 2. Genau, auf jeden Fall die Lego-Videos, die sind schon safe. Die nächsten 5 Wochen kommen auf jeden Fall noch welche. Dann habe ich schon mal nochmal zwei, die ich noch bauen muss. Und dann kommen nochmal zwei, das heißt, wir haben dann nochmal 4. Nur da ganz kurz. Und was ich auch noch habe, sind, weil die kommt heute. Das heißt, eins, zwei, ich habe noch 3 Reactions, die kommen. Safe. Ich habe 4 Lego-Videos, die noch safe kommen. Ich habe. Genau, das habe ich jetzt alles. Heute habe ich jetzt noch Zeit, bis 16 Uhr aufzunehmen. Bisschen hier, bisschen das. Ich war ein, zwei, na, Let's Plays und dann das hier, vielleicht noch eine Reaction oder so. Dass ich halt irgendwas habe, dass ich euch da was bringen kann. Aber wie gesagt, es kann halt sein, dass 1 bis 3 Videos die Woche ausfallen. Aber was halt nicht ausfällt, sind, wie gesagt, die, wo ich jetzt gerade aufgezählt habe. Und Update wie Content Update, falls kommt. Und Giants Mods, falls da noch was kommt. Genau. Ich glaube, am Montag kommt direkt schon ein Giants Software Mod Pack Dingsbums. Genau. Ansonsten. Ganz kurz zum Umzug selbst. Ich werde vom Umzug selbst nichts mit filmen. Ich werde bei Gelegenheit mal eine Roomtour machen vom jetzt aktuellen Stand. Ich wollte es eigentlich heute schon machen, aber das habe ich dann einfach gelassen. Vielleicht nächste Woche, vielleicht übernächste Woche, vielleicht auch erst, wenn ich drin bin. Da mache ich meine vom ganzen Ding eine. Und dann, wenn das Gaming-Zimmer, das Streaming-Zimmer, weitergebaut wird, sage ich mal, oder halt entsteht, dann nehme ich euch da nochmal extra mit. Ich habe jetzt heute zum Beispiel den neuen Schreibtisch schon aufgebaut. Ich denke, in 2 Wochen zieht das Setup um, komplett. Dann gibt es ein schönes Regal für den Hintergrund, wo ein bisschen Zeug reinkommt, was hier steht, ein paar Games, ein bisschen Lego. Und dann schauen wir mal, was wir draus machen. Genau. Und was ich jetzt euch auch gleich ankündigen kann in dem Video ist, im ersten Livestream aus der neuen Wohnung werde ich den JCB Fast Track veröffentlichen. Und zwar einmal bekommt ihr den Download-Link im Chat, wenn ihr den wollt. Und ich werde den Discord, ich habe in meinem Discord, den könnt ihr alle schon mal joinen, der Link ist in der Videobeschreibung, habe ich jetzt schon mal einen Kanal vorbereitet mit dem Download-Link, mit dem Vorstellungsvideo und da könnt ihr dann, wie gesagt, den euch runterladen. Ob ich den irgendwo noch einreiche bei Forbidden Mods oder Mod Hub oder so, weiß ich noch nicht. Wenn ich Bock habe, mache ich es, wenn nicht drauf geschissen. Ist auch wurscht, ihr bekommt den Safe über dem Discord, wann genau der Stream ist, weiß ich noch nicht, aber es kommt auf jeden Fall. Genau. So viel erstmal dazu. Der Stream ist auf jeden Fall auf YouTube, nicht auf Twitch.
Der mit dem Fast-Track. Aber vergesst nicht, das Twitch-Streaming ist nicht tot. Das ist einfach nur so eine spontane Sache. Ob ich das irgendwann mal regelmäßig oder komplett mache, sei mal dahingestellt. Ich habe schon ein paar Mal überlegt, aber ich finde das YouTube-Streaming trotzdem nicht schlecht. Deswegen werden wir jetzt erstmal beides fortführen. Und ob ich irgendwann mal auf irgendwas davon only umsteige, weiß ich nicht. Sehen wir dann. Aber jetzt sind wir schon unnötig lang. Ihr wisst jetzt auf jeden Fall Bescheid, was Sache ist. Und wenn das dann alles vorbei ist, geht es wieder ganz normal weiter. Und vielleicht ändert sich hier auf dem Kanal auch noch was anderes, außer der Hintergrund in der Cam. Genau, bis dahin auf jeden Fall. Ciao.